Es ist 5 vor 12. Unsere grüne Zukunft ist in Gefahr. Wir stehen hier mit zigtausenden Kolleginnen und Kollegen, weil wir Ängste haben. Wir haben immer noch kein grünes Licht aus Brüssel. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, gefährdet die Transformation und damit muss heute Schluss sein. Wir kämpfen hier für unsere Arbeitsplätze, aber auch für die gesamte Wirtschaft und erwarten, dass die Politik sich da genauso für einsetzt. Von der Stahlindustrie und von der gesamten Grundstoffindustrie hängt auch der gesellschaftliche Wohlstand ab. Viele haben eine Menge hiermit zu tun, was heute hier passiert, ohne dass sie das wissen. Die Industrie ist extrem gefährdet, weil die Politik einfach nicht zur Pötte kommt. Ohne den Stahl in der Anfangsposition der Wertschöpfungskette klappt es einfach nicht. Die Firmen werden abwandern. Wir haben die größte Befürchtung, dass wenn der Stahl nicht in grün umgewandelt wird, die Investitionen nicht kommen, dass hier Schluss ist. Und natürlich sind 2 Milliarden für ThyssenKrupp viel Geld, aber nirgends ist dieses Geld so gut angelegt wie hier an diesem Standort, Kolleginnen und Kollegen. Hier in Nordrhein-Westfalen, hier in Duisburg, schlägt das Herz der deutschen Industrie und es soll weiter kräftig schlagen. Wir brauchen alle, und ich sage alle, dringend die beantragten Fördermittel, und zwar schnell, sonst gehen die Lichter aus. Wie viel Stahl zukünftig noch hier in Deutschland produziert wird, liegt in Ihren Händen, Herr Habeck. Sie sind der Wirtschaftsminister. Jetzt rede ich zu Ihnen, aber gekommen bin ich eigentlich, um mich neben Sie zu stellen. Ich werde alles dafür tun, dass diese Stahlindustrie in Deutschland, in allen Standorten erhalten bleibt und erhalten bleibt sie, indem sie grün wird. Im Zweifelsfall bringen wir einen solchen kleinen Stift gemeinsam nach Brüssel, damit die dort auch unterschreiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Duisburg bleibt Deutschland. Duisburg bleibt Deutschland. Stahl ist Zukunft. Stahl ist Zukunft. Wir sind hier, weil Stahl Zukunft ist. Die 2 Milliarden Euro, die müssen freigegeben werden. Auf schnellsten Wege. Ja! Stahl ist Zukunft! Stahl ist Zukunft! Stahl ist Zukunft!